Das war mein erstes Mal, dass ich in einer Gruppe mitgemacht habe, die ein Spiel, eine App programmiert hat. Und auch, dass das mit dem Theater verbunden wurde, ist auch sehr neu für mich. Ich persönlich habe halt keine Erfahrung damit im Theater oder auch in Spielen. Ich bin keine Person, die viel spielt oder sonst was. Also es hat mich nie interessiert. Aber trotzdem hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte es mir sogar vorstellen, als Beruf auch mal in Erwägung zu ziehen. Und auch die Gruppe an sich, also wir sind schon eine kleine Familie geworden, obwohl wir uns erst seit einer Woche kennen. Und bei manchen würde ich mir auch halt denken, dass ich öfters Kontakt mit denen haben werde. Und die Leiter, die waren sehr nett, sehr freundlich, man hat sich sofort wohl gefühlt. Es war irgendwie nie das Problem, dass man nicht wusste, was man machen soll. Es hat alles in einem Spaß gemacht. Ich habe mehr erwartet, dass wir an Computern arbeiten werden, aber wir waren oft draußen. Also es war sehr schön und sehr lehrreich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser kleinen Woche, in diesen 5 Tagen, ein komplettes Spiel herstellen können, was dann auch eigentlich schon ziemlich gut geworden ist. Es hat Spaß gemacht, die einzelnen Orte zu besuchen, wie zum Beispiel das Globe Theater, wo ich ja zum Beispiel normalerweise niemals hingehen würde. Wilde Zeiten in Neuss. Erstmal vielen Dank, dass ich das hier in Neuss machen darf. Also danke an die Stadt, danke an die Volkshochschule. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Ich komme gerade so ein bisschen in so eine lustige Situation hinein. Ich war vor ein paar Wochen noch in Äthiopien, jetzt geht es morgen wieder nach Mexiko. Und mit genau solchen Projekten, also genau demselben Ansatz, dass wir praktisch zusammen ein Spiel bauen, also nicht ich ein Spiel als Produktion baue, sondern wirklich mit Menschen vor Ort. Es war diesmal hier in Neuss was Besonderes, weil ich hier eben einen Kollegen aus dem Schauspielbereich mit dabei hatte, einen Theaterpädagogen. Das war wirklich toll, muss man sagen, weil diese Kombination aus szenischer Darstellung und Spiel wirklich etwas ist, was nochmal eine ganz neue Option bietet. Also zum einen wirklich für die Teilnehmer, weil die natürlich auf diese Art und Weise gefordert sind, in verschiedene Richtungen zu denken und in verschiedene Richtungen zu handeln. Aber auch für das Endprodukt natürlich, weil man dann auch zwei Welten hat, mit denen man arbeiten kann. Dass die Teilnehmer jetzt ein Modell entwerfen, indem wir irgendwann nicht mehr wissen, ist das eigentlich alles Film, ist das alles Spiel und das Spiel im Film und der Film im Spiel und so weiter und so fort. Und wir so richtige Logikschleifen haben, wie so in den besten Zeiten der Psychedelic-Literatur und so weiter, das ist natürlich ein großes Geschenk. Das freut mich sehr. Und ich glaube, die haben selber noch gar nicht verstanden, was sie da gerade für geniale Ideen entwickelt haben. Und ich glaube, das ist auch das Geniale in so einem Spielbereich. Man merkt es immer, wenn man das vergleicht. Also das war hier mal so ein wunderbarer AB-Vergleich. Für die Kids ist es natürlich einfacher, wenn sie sich im szenischen Bereich bewegen, weil da müssen sie letztendlich gesehen nur in irgendeiner Form also sich selber spielen oder in eine Figur reinschlüpfen, während sie bei der Spieleentwicklung natürlich auch erstmal sehen müssen, was für Optionen habe ich überhaupt da drin. Das heißt, der Rahmen ist viel stärker vorgegeben, wenn man jetzt ein Spieldesign entwickeln will. Und das war schön zu sehen, wie die sich da reingefuchst haben. Also konnte man auch sehen, dass praktisch zuerst das Theater, also die szenische Darstellung, das war, wo sie das Selbstbewusstsein getankt haben, um dann auch in das Spiel mit hineinzugehen und dann im Spiel genauso zu arbeiten. Das ist wirklich gut. Und was auffällt beim Spieldesign ist, dass sie sehr, sehr schnell Talente zeigen. Das ist etwas, was sehr faszinierend ist und die Talente sind auch sehr unterschiedlich und das ist etwas, was man immer wieder mitnimmt. Dass man in diesen Spielekontexten sehr schnell auch Kontakt zu den Menschen aufbaut, weil die haben eine Spielhistorie. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich in ihrem Kulturrahmen. Es ist also nicht so, dass dort jetzt Menschen aus anderen Kulturen sind, die jetzt mit mir was zusammen machen, sondern wir haben eigentlich einen gemeinsamen Kulturrahmen und das ist das Spiel. Und das ist das Spannende dabei. Und insofern denke ich, dass solche Projekte eigentlich viel öfter passieren sollten, zumal eins klar ist, dass diese Gruppe mit Sicherheit sich an die Inhalte und die Begebenheiten länger erinnern können als an viele andere Projektansätze, weil sie es selber gebaut haben. Eine Entwicklung eines Spiels zusammen mit den Schülern ist eigentlich so eine der besten Möglichkeiten, die es gibt. Und da bin ich sehr froh. Und nochmal Dankeschön an die Stadt Neuss, die Volkshochschule Neuss, dass wir das hier machen konnten. Ich fand am besten, wo ich und halt meine Freunde, wo wir die Szenen halt gedreht haben. Zum Beispiel persönlich fand ich Romeo am besten, deswegen war ich in Romeo. Ja. Ich finde, die Zeit so zu gestalten hat sich für mich in den Ferien gelohnt, denn ich habe jetzt neue Erfahrungen dazu gewonnen und auch von dem Gaming-Teil und
Ich habe mich auch vorher schon für Theater interessiert und das jetzt halt in ein Spiel einzubauen, war halt echt gut. Ich würde das eigentlich weiterempfehlen, denn wenn man sich halt nicht unbedingt für Gaming interessiert, kann man ja halt noch dieses Theaterliche mit einnehmen und halt auch andersrum. Und ja, war im Großen und Ganzen eine sehr gute Erfahrung. Und die Leiter waren sehr nett, die Gruppe an sich war echt cool zusammengesetzt. Also von mir einfach ein Ja zum Weiterempfehlen. Ich bin fasziniert, weil für mich jetzt als Schauspieler und Theaterpädagoge war das erste Mal, dass ich in so einem Projekt mit einem Gaming zu tun hatte, also mit Computerspielen sozusagen und Schauspielen, also irgendwie das zu vereinen. Aber wir hatten Glück, wir hatten einen sehr kompetenten Gaming Master hier und wir hatten wirklich die tollsten Jugendlichen, die man für so ein Projekt haben konnte, weil die wirklich mit Herzblut dabei waren. Wir haben viel gelacht, viel Spaß gehabt und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Die Zusammenarbeit mit den Schülern war eigentlich sehr interessant, generell die Gruppenarbeit, dass man sich erstmal nicht so erst kennengelernt hat und dann besser so zusammengewirkt hat, dass es am Ende so voll viel Spaß gemacht hat. So, ich bin sehr froh, dass die Woche so gut geklappt hat. Es war ja nun für uns auch ein Experiment, ein Leuchtturmprojekt, das wir so zum ersten Mal durchgeführt haben. Ich war ganz begeistert, dass die Jugendlichen sich so darauf eingelassen haben, wirklich alles mitgemacht haben und diese Kombination von Theaterspiel, von szenischer Darstellung mit kulturellen Inhalten und Gamification, also die Übertragung in ein anderes digitales Medium, dass das so gut funktioniert hat und dass alle Spaß dabei hatten, dass die Dozenten, die das auch so in der Form zum ersten Mal machen, so gut zusammengearbeitet haben. Und es ist ein wunderbares Projekt und ich hoffe und bin überzeugt, dass wir das nochmal durchführen sollten. Mal schauen, wann. Lustige Sachen machen, ja! Ja, jetzt ganz ernst gucken, ganz ernst gucken. So, jetzt einmal nochmal, damit alle so, yeah!